Wir sind hier gerade am Stand von Cabrinha und wir wollen uns mal das Firewall-System anschauen. Und hier habe ich jemanden, der sehr kompetent ist und schon seit ein paar Jahren hier bei Cabrinha arbeitet. Vielen Dank, dass du die Zeit für mich genommen hast. Gerne, gerne. Ja, erzähl doch mal, was ist das für ein System? Ich habe das mal in Zeitschriften gesehen, dass ihr auf den Chicken Loop verzichtet und jetzt so eine Kugel da drin habt. Richtig, genau. 2017 hat der Pete Cabrinha nach Selbstentwicklung das Fireball-System rausgebracht. Das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Es ist eine Kugel, die mit der Spreader verbunden wird. Leider braucht man dafür, was heißt leider, wir haben eine eigene Spreaderbar dafür mit einem Haken. Das Schöne ist an der Geschichte, es sieht mal alles andersrum aus. Das heißt, der Haken hält nach oben, nicht nach unten, wie im herkömmlichen Trapez. Okay. Wir haken den Fireball in die Spreader ein und brauchen nur mit dem kleinen Finger einmal gegendrücken. Das ganze Ding ist miteinander verbunden. Ja, wir haben eine Bewegungsfreiheit um 360 Grad. Das heißt, das Ding kann sich einfach in dieser Spreader hin und her bewegen. Und man hat gerade beim Wave Riding die Möglichkeit, dadurch, dass man eine Bewegungsfreiheit in alle Richtungen hat, sich ja frei mit der Bar zu bewegen. Wir haben als großen Vorteil noch, dass wir so 3,5 bis 5 cm weniger Trapezhaken haben wie beim herkömmlichen Trapez. Dadurch haben wir alles ein bisschen dichter am Körper dran. Genauso haben wir eine etwas längere Deep Power dadurch, weil wir einfach, wenn wir kurze Arme haben, die Bar weiter wegschieben können. So sieht das Ganze aus, wenn es dann ausgelöst ist. Man hat wirklich nur noch diesen kleinen Fireball bei sich am Trapez hängen. Muss einfach nur das kleine Stück wieder hier reinführen. Runterhalten, vorne einmal draufdrücken und alles ist wieder miteinander verbunden. Die Safety kommt hier an der Seite raus, läuft dann durch die Gummihülle um die Ummantelung nach oben und hat hier oben auch freien Lauf, um dann noch frei zu laufen, falls ich mal in das Auslösesystem kommen sollte. Ganz großer Vorteil ist noch an der Geschichte, dadurch, dass der Haken ein bisschen kürzer ist, dass gerade bei Anfängern, wo der Drachen ja relativ oft im Zenit steht, dass ich nicht mehr dieses Wegkippen des Trapezhakens habe, weil einfach der Trapezhaken dicht am Körper ist. Also die bleibt halt unten auf jeden Fall. Die bleibt halt unten und kann sich nicht mehr verkippen, wie man das ja von den Trapezen kennt, oder dass das Ganze hoch wandert, extrem unter die Brust. Das fällt nicht weg, aber es ist halt wesentlich eingeschränkter. Anfangs war es auch so, dass wir gesagt haben, dass es für Anhook-Manöver nicht geeignet ist. Es ist auch ein bisschen komplizierter, aber gerade unsere Teamfahrer Alberto Rondina und auch der Nick Jacobsen springen alle Anhook-Manöver auch hier mit. Wie gesagt, das erfordert ein bisschen Übung einfach nur. Also ich finde, das sieht jetzt nicht kompliziert aus. Also wenn man sich das anschaut, das klickt ja einfach so wieder rein. Genau. Einfach nur auslösen, rausnehmen beim Einführen und zack, ist er wieder drin. Ja. Dieses System haben wir für beide Bars, sowohl für unsere fixe Bar als auch für unsere Overdrive Bar, die in der Breite verstellbar ist, und auch mit dem Trimlight-System und mit unserem Recoil-System, was wir auch noch als Variante da haben. Also alle Varianten sind im Fireball-System lieferbar. Ja. Was ist denn jetzt aus? Ich habe jetzt ein Trapez, muss ich mir ein ganz bestimmtes Trapez dafür kaufen oder passt das jetzt irgendwie an 90% der Trapeze, die es auf dem Markt gibt? Ich will mich jetzt nicht 100% festlegen, aber ich würde zumindest sagen, an 99% aller Trapeze passt unser Haken, weil wir ein ganz normales System haben, was mit 2 Gurten oder halt auch mit 1 Gurt an der Seite funktioniert. Anfangs war es ein bisschen problematisch, das weiß ich noch von den Red Engine Trapezen, aber auch da haben wir mittlerweile Fahrer, die haben sich das ein bisschen zurechtgebastelt, basteln in Anführungsstrichen. Sie haben es auf jeden Fall so gebaut, dass sie jetzt mit Red Engine Trapezen und unserem Fireball-System glücklich auf dem Wasser sind. Okay, was habt ihr sonst noch so, was du mir zeigen könntest, was jetzt neu ist? Ihr habt jetzt schon 2018er Material hier, oder? Richtig, wir haben unsere komplette 2018er Range hier, alle Twin-Tips und alle Waveboards. Was dies Jahr noch wirklich sehr schön und sehr neu ist, ist unser Excalibur, unser Freestyle-Brett, was wir in der Variante gebaut haben, was dann nicht ganz so steif ist, also ein bisschen noch flexibler ist und nicht so für die ganz extreme Geschichte ist, wie es ein Nick Jacobsen oder ein Liam Whaley machen. Wir haben wirklich was für die breite Masse in Holz gebaut. Ja, sagst du mir das mal? Ja, selbstverständlich. Ja, das wäre jetzt unser Excalibur in der Wood-Variante, was auf jeden Fall sehr, sehr auffällig ist. Es ist ein sehr, sehr leichtes Brett ist durch die Wood-Bauweise. Das heißt, wir haben wirklich viel Holz drin, was ja doch immer ein bisschen leichter ist als andere Verbundstoffe, nenne ich sie mal. Ja. Und da noch den Vorteil hat, dass es wirklich sehr, ja, sehr flexibel ist und wenn man den Druck lange aufbaut, den Pop richtig schön zum Hochspringen auch hat. Ja.
Jetzt sehe ich hier, das ist schon so ein bisschen retromäßig. Wie kommt das, dass die, das kenne ich ja so von den allerersten Kiteboards, dass man die so gebaut hat. Wie kommt das, dass ihr jetzt dazu zurückgegangen seid? Und ihr seid auch die Einzigen. Also ich habe das jetzt hier nirgendwo gesehen, glaube ich. Richtig, das ist einfach nice to speak gebaut. Ja. Es ist wirklich vom Designer wieder mal der Schwalbenschwanz da drin. Ja. Jeder hängt sich dann auf, jeder fragt dann auch und man kommt mit den Kunden gerne über diese Geschichte ins Gespräch. Ja, sehr cool. Okay, jetzt habt ihr noch Directional Kiteboards hier. Richtig, genau. Können wir einmal rübergehen? Ja, und Directional Kitesports haben wir in drei verschiedene Linien. Mal ganz schnell, um drüber zu gehen. Wir haben unser S-Quad als Down-the-Line Surfboard. Kapstadt, Littmöller, Mauritius, hohe Wellen, leichte Fahrer. Können damit sicherlich fahren. Dann haben wir das Spade, unser, ich nenne es immer Euro-Waveboard, das heißt für die Bedingungen hier bei uns in Schleswig-Holstein, nicht in Europa, wo vielleicht nicht die ganz hohen Wellen sind, und wir Norddeutschen, wo ich komme auch aus Norddeutschland, wir sind ja auch immer ein bisschen größer und schwerer. Da ist vielleicht das S-Quad nicht das ganz Richtige, da haben wir das Spade. Mit dem Spade fährt unser Teamfahrer Kiai auch die Strapless-Freestyle-Geschichten. Wirklich ein sehr, sehr schönes Brett, was ja, für jeden, der in der Welle anfängt oder auch schon länger dabei ist, zu fahren ist. Last but not least, unser Squid Launcher, unser Freestyle Surfboard für Flachwasser. Ich nenne es immer so ein bisschen lieb das Drittbrett, wobei es gar kein Drittbrett ist. Also wer wirklich im Freestyle Strapless fährt, der kommt an dem Squid Launcher wahrscheinlich nicht vorbei. Aber wer es für Flachwasser haben will oder für leichten Wind, der kann wirklich den Squid Launcher nehmen und ist damit ja, sehr, sehr gut bedient. Alles klar, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns das Material erklärt hast. Und ja, ich werde mal ein bisschen weiter über die Messe gehen. Alles klar, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.